begleitet uns heute am Tag 2 hier im Disneyland Paris. Hallo, mein Name ist Jose, wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog hier aus dem Disneyland Paris. Und heute, wie ihr sehen könnt an meinem Outfit schon, es wird Zeit für die neue Pixar Show und ich freue mich sehr drauf. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch noch mal zeigen. Wir sind nämlich gerade auf dem Parkplatz gefahren und diese Maschinen, diese elektronischen Maschinen, funktionieren. Die haben wir eben getestet mit der Jahreskarte. Einfach den QR-Code dran halten und dann öffnet sich die Schranke sofort. Kann man aber auch natürlich mit Karte bezahlen. Das Video blende ich euch jetzt ein. Guten Morgen! Guten Morgen! Ja, wir sind jetzt an diesen Autobahnen am Parkplatz und mal gucken, ob es funktioniert. Also mit Karte kann man hier wohl auch direkt bezahlen, aber wir haben ja nur die Jahreskarte. So, ah, da, guck mal, da ist ein, also sieht man nicht, da kann man den QR-Code scannen von der Jahreskarte. Kommst du da dran? Ja. Schon offen? Ah, schon offen, ja, das hat das ja. Das ging ja super schnell. Super. Perfekt. Hat mal funktioniert was im Disneyland Paris, da der Wahnsinn. Klasse. Als weiteren Tipp, weil wir jetzt ja auch mit den Normalos parken müssen. Wenn ihr rechts fahrt, dann kommt ihr eine Reihe vor. Also es gibt ja zwei Spuren, links und rechts. Und wenn ihr auf der rechten Seite fahrt, dürft ihr eine Reihe vor den Linksfahrern parken. So als Tipp. Also eine Reihe spart man sich da. Ist nicht viel, aber hey, heute sind wir wenigstens bei B. Gestern waren wir bei C. Bei Bambi sind wir heute 17, ne? B17. Ja, gestern waren wir ja bei B16. Habt ihr euch gemerkt? B16 heute Abend. Ja, also wir gehen jetzt heute erstmal in die Studios und schauen uns die erste Show an, die um 11.10 Uhr. Haben wir nämlich gestern schon den Tipp von Follan bekommen. Diese Show ist dann im Laufe des Tages sehr überlaufen. Und deswegen gucken wir uns die erste an und wir stellen uns auch früh genug an, so eine Stunde bis dreiviertel Stunde vorher. Die Pride Popcorn Buckets gibt es tatsächlich noch hier in den Walt Disney Studios. Direkt am Ausgang vom Toy Story Land gibt es hier den Popcorn Stand und hier gibt es auch noch die Pride Popcorn Buckets. So, wir sitzen jetzt hier knapp eine Dreiviertelstunde vor der Show und ja, sind relativ weit vorne. Der Castmember meinte auch, wir können gute Plätze ergattern. Ich hoffe mal, ich möchte gerne mittig sitzen. Wie ihr wisst, sind immer noch keine Foto- und Videoaufnahmen erlaubt. Das heißt, ich kann euch leider keine Ausschnitte zeigen, aber ich werde euch danach natürlich berichten, wie ich die Show fand. Einmal ohne Spoiler und dann mit Spoiler. Das heißt, ja, könnt ihr dann sonst skippen. Aber ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf und jetzt einmal einfach nur die Show genießen. Und ja, hab bisher ja eigentlich nur ganz Gutes gehört. Bin sehr gespannt. Das Theater kann ich euch ja noch kurz zeigen. Da ist die Bühne, da wird dann das Orchester sitzen. Und ja, die Leute setzen sich jetzt gerade alle hier hin. Ja, so sieht's hier aus. Bevor ich euch das Fazit noch zu Together gebe, Together läuft im Studio Theater da. Genau gegenüber vom Avengers Campus, der ist da.
Und da ist der Hollywood Tower. Genau, also hier, direkt auf dieser großen Fläche, neben Stitch Live, ist das Studio Theater mit Together. Und jetzt mein Fazit zu Together. Erstmal spoilerfrei. Ich mache unten die Überschriften. Da könnt ihr, wenn ihr dann, wenn ich spoiler, dann werde ich das unten in die Überschriften sagen. Aber erstmal spoilerfrei. Die Show ist wirklich eine Augenweide, sage ich mal so. Es ist wirklich wunderschön. Die Pixar-Charaktere, auch sehr, sehr seltene Pixar-Charaktere, die man vielleicht so noch nie gesehen hat oder sehr selten sieht. Und was ich echt besonders finde, ist, dass man manchmal nicht weiß, was ist real, was ist auf dem Screen. Dass es so ineinander überfließt, kann man das sagen. Ist einfach mega schön. Dauert 30 Minuten. Und ja, was kann ich jetzt noch spoilerfrei sagen? Zur Story, wie gesagt, da sage ich gleich was zu. Welche Charaktere man sieht, sage ich auch gleich was zu. Ansonsten, was ich ein bisschen als Kritik sehe, ist, dass sehr viel Französisch gesprochen wird. Und ich ein bisschen schwierig finde, die Storyline mit zu verfolgen. Also, man bekommt so ein bisschen mit, aber ich glaube, wenn man mal mehrmals schaut, dann wird man das auch ein bisschen besser greifen können. Aber wie gesagt, es wird sehr viel Französisch gesprochen, immer zwischendurch auch mal Englisch. Und es gibt keinen Gebärdensprachmenschen. Also sonst bei Mickey and the Magician oder so wird der auch übersetzt mit Gebärdensprache. Das ist hier leider nicht der Fall. Aber zum Beispiel jetzt am Ende, an der Schlussszene, war jetzt auch ein Tänzer dabei, oder eine Tänzerin, weil ich jetzt nicht, wer da drin war. Der hatte nur einen Arm und der andere Arm war amputiert. Und das hat man, hat hier schon wieder jemand so einen Harry Potter Umhang an? Gestern hatte auch schon jemand einen Harry Potter Umhang an. Was ist denn hier los? Hier haben sich im Park geirrt. Genau, und dann hatte jemand auch einen amputierten Arm von den Tänzern. Und das fand ich echt, also das ist wieder dieses Diversity, wie heißt es denn? Dass es halt alle möglichen Menschen dürfen bei so einer Show jetzt auch mittanzen. Und auch wenn man einen Arm weniger hat oder nur halt nur keinen Unterarm mehr hat. Also das finde ich echt beeindruckend. So, jetzt kommen wir zum Spoiler. Also jetzt wird gespoilert. Die Story fängt so an, dass der kleine Charlie am Anfang irgendwie für sein Konzert übt und auf einmal verliert er seine Noten. Wie genau, das habe ich nicht so ganz verstanden. Und die Toy Story Charaktere, Woody, Jessie, Buzz, Rex, Lotso, das Pferd ist dabei und die Soldiers, die helfen dem Charlie, die Seiten wiederzufinden. In verschiedenen Pixar-Szenen, beginnend mit oben. Dann kommt, ich glaube, Monster AG, Findet Nemo, Coco und das war's, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Genau. Also es geht durch die verschiedenen Szenen und meine Favorite war halt Coco. Von den Farben her und von dem Vibe hat mir Coco am besten gefallen. Enttäuscht war ich ein bisschen, also enttäuscht ist übertrieben, aber Monster AG hätte noch ein bisschen besser sein können, weil ich bin großer Monster AG-Fan. Ach, Monster AG habe ich eben vergessen aufzuzählen, aber Monster AG war auch dabei. Ja, das sind so die Charaktere. Man sieht aus jedem Film auch die Charaktere und was ich ja eben schon gesagt habe, man weiß nicht, ob es jetzt auf dem Screen ist oder live und es wird auch so eine Art 4D, also man hat jetzt keine 3D-Brille, aber es kommen Seifenblasen, es werden Düfte reingesprüht, dass man auch wirklich in der Welt gefangen ist. Und am Anfang, wenn der Charlie seine Seiten verliert, kann ich euch als Tipp geben, wenn ihr mittig sitzt, könnt ihr die Chance haben, eine so eine Notenzettel zu fangen. Haben wir leider jetzt nicht geschafft, aber wenn ihr mittig sitzt, könnt ihr vielleicht die Chance haben, so einen Notenzettel auch zu fangen, wo dann die Noten von Together drauf sind. Richtig cool, vielleicht haben wir beim nächsten Mal Glück. Und ja, also ich finde es wirklich eine sehr geile Show. Dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen hier in den Studios, wenn ihr hier seid. Stellt euch aber früh genug an, die ist aktuell sehr beliebt. Und in meinem letzten News-Video habe ich auch erwähnt, dass sie Pause macht. Ich glaube ab 6. November bis Mitte Dezember, aber schaut da gerne nochmal im News-Video vorbei. Da erzähle ich euch das nochmal genauer, wann die Show Pause macht im Winter. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Ach so, das Orchester. Ja, das wollte ich auch noch erwähnen. Es wird natürlich ein Live-Orchester gespielt. Und das erinnert mich so ein bisschen an Mickeys Big Band, was ja auch mal an Christmas lief. Ich liebe Live-Orchester und ja, einfach mega. Ich bin ein richtiger Fan von Orchester, auch wie bei Disney ein Konzert oder so. Ja, wir gehen jetzt
auf den Avengers Campus Shawarma essen im Super Diner und da nehme ich euch jetzt auch mit. So, hier seht ihr mal das Menü, was es jetzt hier im Super Diner gibt. Es gibt normales Shawarma, es gibt veganes Shawarma, es gibt ein Caesar Salad. Das Gelbe gibt es auch für Kinder. Das steht immer von 3 bis 11 Jahren, aber man kann auch als erwachsener Kind ein Kinderdings bestellen. So, jetzt gehen wir mal probieren. Ihr wisst ja, ich gucke jetzt eigentlich keine Marvel-Filme, aber Brien hat mich gerade aufgeklärt, dass das tatsächlich an einen Marvel-Film erinnert. An irgendeinem Ende von irgendeinem Film essen sie auch Shawarma am Ende vom Marvel-Film. Ihr könnt ja gerne unten kommentieren, welcher Film es war. Ich hab's nicht so mit Marvel-Filmen. Ja, wir sitzen an der Theke direkt, hier im Super Diner. So sieht das hier aus. Und ja, anscheinend werden die Shawarmas direkt frisch gemacht. Das heißt, meine Sonderbestellung ohne Zwiebeln ist wahrscheinlich möglich. Ich mag halt keine rohen Zwiebeln. Und wie gesagt, machen sie hier frisch. Ich bin sehr gespannt. Das ging jetzt relativ flott mit dem Essen. So sieht das Shawarma ausgepackt aus, so sieht es eingepackt aus. Ja, bei uns ist jetzt ein bisschen Salat hinten drin, aber sieht man kaum, weil wir haben, ich wollte ohne Zwiebeln, ich mag keine rohen Zwiebeln, aber es ist so ein Salatmix mit Tomaten. Deswegen habe ich beides nicht, obwohl ich Tomaten essen würde. Das ist der Caesar Salad, den wir uns noch geteilt haben. Das ist der Riesen-Crouton aus der Pim Kitchen. Rina muss den ganzen Parmesan essen. Ich mag ja, auch klar, keinen Parmesan. Ja, also ging relativ flott und es ist relativ gut besucht hier. So, mein Fazit zum Shawarma hier im Super Diner. Erstmal, es ist sehr, sehr lecker. Also es ist saftig. Was mir im Nachhinein aufgefallen ist, wir haben mir den Caesar Salad dazu bestellt. Ich hätte noch ein bisschen Salat vom Caesar Salad mehr in den Shawarma packen können. Ich habe das gemacht. Ja, Brina hat es gemacht. Die war ein bisschen langsamer beim Essen. Meins war dann schon fast weg, weil es halt sehr klein ist. Der Caesar Salad war okay, fand ich gut. Wir hatten aber noch ein bisschen Dressing nachgeordert, weil das war ein bisschen wenig Dressing. Brina fand ihn ein bisschen sehr kalt, weil er natürlich auf den Kühlschrank kam. Was ich sagen kann, ist, dass 11 Euro für, sag mal, Döner mit fast nur Fleisch und ein bisschen Salat ist schon sehr teuer. Also ich kriege für den Preis auch einen Döner in der Schweiz. Der hat viel mehr Content, also viel mehr Inhalt drin. Ingredients. Also es ist schon sehr teuer, aber alles auf dem Avengers Campus ist irgendwie teuer. Ich weiß auch nicht, wenn man jetzt zur Stark Factory geht und die Nudeln isst, die sind ja auch erheblich teurer als jetzt zum Beispiel bei Bella Notte. Aber geschmacklich sehr lecker. Es gibt auch, wie gesagt, die vegane Option. Die sieht auch, wir haben ja gesehen, wie die das hier zubereiten. Das vegane Fleisch sieht ein bisschen mehr gewürzter aus. Sah auch sehr lecker aus, muss ich sagen. Und hat auch gut gerochen, die neben mir hatten. Ja. Und was natürlich schade ist, dass die Tomaten mit den Zwiebeln gemixt sind. Aber es ist halt, wie es ist. Und in den Zwiebel-Tomaten-Mischungen ist auch Koriander noch drin. Das war jetzt bei uns ja im Prinzip auch nicht der Fall. Bei der Kindervariante hatten wir noch Lavash Kiri als Soße. Also so eine Art Kiri-Soße. Kein Hummus oder von dieser Paprika-Soße. Das steht da, genau, habe ich eben schon gesehen. So eine Squeezy-Flasche. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es ist nicht günstig, aber dennoch finde ich es sehr, sehr lecker. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke danach, man ist pappsatt. Man könnte das so als, oh, ich mache mal so einen Mittagssnack und gehe abends noch schön Buffet essen oder ein Drei-Gänge-Menü. Dann esse ich das jetzt vorher, weil, also ich bin bis heute Abend auf jeden Fall nicht satt damit, bis wir nach Hause fahren. Ich werde mir vielleicht noch hier was an den Foodständen oder so holen in den Studios. Aber geschmacklich sehr, sehr lecker. Fürs Moni-Zeig mal sollte ich doch mal den Tower of Terror zeigen. Haben uns jetzt angestellt, nur 10 Minuten Wartezeit, richtig gut und ist ja auch meine Lieblingsattraktion. Und wenn ihr das Moni zeigt, mal nicht verpassen wollt,
kommt in den nächsten Wochen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Ich habe mal so ein Hotel kommen. Tower of Terror, ich liebe ihn einfach, es macht so viel Spaß. Kann ich rauf und runter fahren. Aber wir hatten noch nicht genug Adrenalin und Action. Jetzt geht's nochmal zu Flight Force. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Es gibt ja ein Update. Daniel ist ja schon gefahren und er meinte, wow, so viele Sterne und so. Ich bin gespannt. Ich fahre jetzt eine Runde Flight Force, aber wahrscheinlich Single Rider, weil in der App steht 20 Minuten. Das ist mir ein bisschen zu lang. Ich hatte gar keine Möglichkeit, euch irgendwas von dem Anstehbereich zu zeigen oder von der Attraktion, weil wir sind durchgelaufen als Single Rider und direkt Reihe 8, Reihe 4 und dann hatte ich gerade noch Zeit, meine Brille und die Ohren auszuziehen und meine Haare zusammenzubinden und musste daher direkt schon einsteigen. Ja, man hat auf jeden Fall ganz viele Sterne und mein Shawarma ist auf jeden Fall jetzt auch gut durchgeschüttelt worden. Ist jetzt ein Shake. Ist jetzt ein Shawarma-Shake. Ja, also es ist auf jeden Fall besser als anfangs, als der Avengers Campus aufgemacht hat, definitiv. Die arbeiten dran, aber es wird nicht meine Favorite-Attraktion werden. Hi, how are you? Good, and you? I'm perfect. Have a good rest of your day. You too. Es gibt auch neue Monster AG Charms. Das seht ihr hier. Das ist hier auch Mike Koslowski für 65 Euro. Wie viel die einzelnen kosten, weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich das Armband würde jetzt 337 kosten. Es gibt auch so einen Kettenanhänger mit so einer Tür. Sieht man jetzt schlecht beleuchtet, aber ist eigentlich ganz süß. Goofy! Chemical. Simone holt sich jetzt hier an diesem Souvenir-Münzstand zwei Medaillen, die hier sind es. So, man kann das Ganze mit der Karte zahlen, einfach dran. Gerade eben ist es von 2 zu 1 gesprungen. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Bestätigen musst du es vielleicht noch irgendwie. Du musst drücken, dass du mit der Karte zahlst erstmal hier. So, ja, und jetzt darfst du dranhalten. Oder? Auch nicht. Warten wir mal. Warten wir mal. Kontakt akzeptiert. Karte akzeptiert. Boah, zeig mal. Frisch gedruckt. Ich frag mich immer, was macht man mit diesen Münzen? In so Sammelbücher rein. Also die sind nicht für mich. War das? Ja. Wir haben jetzt schnell nochmal den Park gewechselt, werden jetzt hier noch ein paar Fotos machen am Schloss, hab noch ein, zwei Sachen gekauft und dann werden wir uns Popcorn holen für die Heimfahrt, weil ich muss die ganze Zeit fahren. Brina ist out of order und ich muss schon hinfahren und jetzt muss ich zurückfahren und sie kann schlafen und schneiden und alles und ich muss alleine die ganze Strecke fahren, aber ja. Werde ich überleben mit Popcorn, wird es dann halt einfacher. Also mein zweites Outfit of the day.
am Sonntag ist Pixar oder Toy Story orientiert. Ich habe die Ohren von Loungefly, die gab es bei Shop Disney. Dann das T-Shirt von Stitch P von Loungefly mit dem passenden Rock dazu. Heute Morgen hatte ich noch den neuen Pixar Jersey an, den es ja jetzt hier gibt. Sieht so aus. Von hinten und von vorne. Da passen die Ohren echt super dazu. Und hier an der Seite habt ihr die ganzen Pixar-Charaktere. Also ein echt sehr schöner Spirit Jersey. Ja, und so neigt sich ein Disneyland-Paris-Wochenende dem Ende. Wir holen uns jetzt noch Popcorn. Blümchen Brighter fängt gleich in 10 Minuten an. Werden wir wahrscheinlich noch beim Rauslaufen ein bisschen mitbekommen. Und beim nächsten Mal, wenn wir hier sind, wird es ja das letzte Mal Dreamin' Brighter sein. Wir sind ja am 30., also wir sind ja schon am 29. September hier zum Jahreskarten-Event, wenn wir Tickets bekommen nächste Woche. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Nächste Woche Donnerstag, ich weiß gerade das Datum nicht, ich glaube es ist der 30. August, werden die Tickets um 11 Uhr, glaube ich, online zum Verkauf kommen. Und wenn es klappt und wir Tickets bekommen, dann sind wir auf jeden Fall auch beim Jahreskarten-Event dabei. Am 29. September, dann am 30. September im Park am 1. Oktober zum Start der Halloween-Season. Und ich bin dann noch alleine am 2. Oktober da. Jetzt holen wir uns aber erstmal noch Popcorn und dann geht's raus. Übrigens, das Thema des Jahreskarten-Events wird ja Villains sein. Es wird keine richtigen Meet and Greets geben, ob es jetzt so wie beim letzten Mal ist, dass man die Charaktere mit Selfie-Spot sehen kann. Keine Ahnung, ich denke mal schon. Es wird auch wieder so ein Quiz geben. Ich hoffe auch mal auf Englisch, weil letztes Mal war es ja auch auf Französisch. Da haben wir uns ja nur durchgefragt, ob wir irgendwie die Antworten bekommen. Ja, Outfit, keine Ahnung. Man darf sich auch kostümieren für diese Jahreskarten-Events. Ticket kostet, glaube ich, 55 Euro, richtig? Ja. 55 Euro. Und ja, drückt uns die Daumen, dass wir am Donnerstag die Tickets bekommen. Einmal für mich, mixt mit süß und salzig. Ich bin eigentlich der größere Fan von salzigen Popcorn, aber wenn ich schon das Süße auch probiere, schmeckt es mir auch. Deswegen habe ich beides. Rina genauso, mit Getränk, mit Kaltgetränk, 8 Euro, finde ich in Ordnung. So, wir gehen jetzt raus. Also auf dem Nachhauseweg, das Laufen vom Park zum Parkplatz, das macht mich immer so fertig, weil man weiß, es ist vorbei, die Magie ist jetzt vorbei, man muss nach Hause, man muss arbeiten, zurück in den Alltag fahren und das ist immer dann so anstrengend, dann zurückzulaufen. Also ja, aber was muss, das muss, ne? Man muss ja auch arbeiten gehen, damit man auch beim nächsten Mal wieder herkommen kann.
Und ich habe es ja eben schon erwähnt, wir sind dann hoffentlich beim Jahreskarten-Event dabei und an dem letzten Wochenende vor dem 30. Geburtstag. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, vielleicht seid ihr auch da. Wenn ihr uns seht, sprecht uns gerne an. An der Stelle vielen, vielen Dank an diejenigen, die uns an diesem Wochenende angesprochen haben, die sich getraut haben. War schön, mit euch gequatscht zu haben und das ein oder andere Foto gemacht zu haben. Und nächstes Wochenende geht's mit Brina ins Legoland für 2 Tage inklusive Übernachtung in einem Lego-Hotel. Also seid gespannt, begleitet uns da gerne auch wieder. Und an der Stelle verabschiede ich mich bei euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.